Als nächstes werden wir jetzt eine Rinderkeule zum Teil zerlegen und daraus werden wir noch mal ein küchenfertiges Gericht zubereiten. Wir werden auch des Weiteren von der Rinderkeule ein Stück so zubereiten, dass man es im Laden gleich so, wie wir es zubereiten, hier käuflich erwärmen kann. Handelt sich denn um Suppenfleisch? Das wäre eine Scheibe Hesse, also eine Beinscheibe. Die Keule, die wir jetzt vor uns sehen, hat 47 Kilo, ist eine Ochsenkeule. Sieht nicht so schwer aus, aber ist wirklich so. Und hier ist der Grundaufbau. Man muss sich ja mal vorstellen, dass die Tiere auf allen Vieren stehen und nicht wie der Mensch. Ne, hier ist wieder der Schlossknochen, über den wir vorhin schon geredet haben beim Lamm. Dann ist hier das Bein und hier unten wäre dann die Hufe. Ne? Der Zettel ist immer ganz wichtig, ist immer unser Nachweis, wo unser Fleisch herkommt. Ne? Neulandfleisch wird immer streng kontrolliert. So, um jetzt zu beginnen, nehmen wir wieder ein Messer. Das mittlere und durchtrennen erstmal. Bei uns heißt es, ist die Achillessehne, ist jetzt die stärkste Sehne beim Tier. Und lösen die Fleischteile hier vor. Hier handelt es sich um die Nachhesse oder auch bekannt als Rosenstück. Und da ja das Tier läuft, befindet sich hier auch ein Gelenk, wie man sieht. Ja, und das Gelenk müssen wir öffnen, um die Hesse abschneiden zu können. Zu dem Zweck gehen wir rein und da öffnet sich es schon. Hier ist auch die Kniescheibe, wie beim Menschen. Anatomisch sind sie ja alle gleich. Ja, und da ich diese Arbeit sehr gerne mache, vermittle ich natürlich diese Arbeit auch sehr gerne an unsere Azubis oder auch an die Verkäufer, die es noch nicht gemacht haben, noch nicht gelernt haben. Und das ist der Weg, also man kann auch alles lernen bei uns. Ne? Hier wäre jetzt die Hesse, so wie sie vom Tier gelöst wurde. Und zum Zwecke des Verkaufes werde ich sie jetzt an der Säge aufsägen. Dann werden wir die Hesse sägen. Immer langsam und immer die Hände in gewisser Entfernung. Dann wäre hier eine Scheibe. Hier wäre die zweite Scheibe. Und die dritte Scheibe. Damit wir die Frische im Laden gewährleisten können, machen wir immer nur 3-4 Scheiben und sägen lieber immer nochmal neu. Hier wird wieder die Knochenspäne, das Knochenmehl vom Fleisch gekratzt, dass es auch für den Kunden ein ansprechendes Bild gibt. Hier sieht man bei der Hesse, sieht man ganz deutlich eben den schönen Markknochen und außenrum das schöne marmorierte Fleisch. Es wird nachher aufgesägt, kochen wir Brühe, weil wir jeden Tag im Imbiss bei uns frische Brühe auch anbieten und als Grundlage für Eintöpfe diese Brühe auch verwenden. Dann kommen wir wieder zu der Keule zurück. Auch bei der Rinderkeule ist so wie bei der Lammkeule der Schwanzknochen drauf. Den Schwanzknochen runternehmen und dann den Schlossknochen entfernen. Ja, zu dem Zweck drehen wir uns die Keule, nehmen das kleine Ausbeinmesser, was wir vorhin schon beschrieben haben, und lösen den Schwanzknochen erstmal vor. Und auch bei den jungen Tieren gibt es hier einen Bereich, der ist nicht mit dem Knochen verbunden, ist ein Knorpelbereich. Und den öffnen wir jetzt, indem wir mit dem Messer dort reingehen. Das Abklappen des Schwanzknochens mache ich es mir leichter, nehme ich immer einen Stahl, also den Wetzstahl, und brech das runter. Und der Rest dabei ist nur noch eine Frage vom Schneiden. Es befindet sich unter dem Schwanzknochen nur ein Teilstück, was man nicht so stark verletzen kann, weil man nach außen schneidet und nichts verletzt dabei. So, das wäre jetzt der Schwanzknochen, ebenfalls für Brühe. Hier hinten haben wir nochmal die Hesse, einmal die Scheiben vorbereitet und das Reststück, das wir zum späteren Zeitpunkt zersägen. Dann geht es weiter. Wie beim Lamm vorhin entfernen wir erstmal das grobe Fett und grob anhaftende Sehnen. Auch wenn wir eine Sortierung am Tisch vornehmen, dass hier alles ein bisschen getrennt liegt. Und dann bereiten wir den Schlossknochen vor, damit wir den aus dem Tier entnehmen können. Auch hier immer wieder darauf achten, die Schnittführung nicht zu viel Kraft aufwenden, damit man nicht gegebenenfalls andere Teilstücke verletzt. Alles, was man hier aus der Keule an Fleisch abschneidet, wird noch weiter verwendet. Ob es gehacktes ist, ob es für die Wurstherstellung geeignet ist, das wird alles in einer späteren Sortierung erfolgen.
Das Hackfleisch brauchen wir auch für den Laden. Es gibt ja Rindergehacktes. Auch Kindergärten bestellen bei uns Gehacktes. Die beliefern wir nebenbei auch. Immer morgens beliefern wir Kindergärten. Ob es große sind oder kleine. Manche bestellen bloß Wurst bei uns. Manche bestellen Fleisch, manche Gehacktes. Je nachdem, wie der Bedarf in der Kita ist. Viele Kitas haben natürlich nicht mehr so viel Budget, um alles Mögliche bei uns zu kaufen. Aber sie versuchen wenigstens ein-, zweimal in der Woche eben mit frischem Fleisch für die Kinder zu kochen. Des Weiteren geht ja auch das Hackfleisch und auch Fleisch, was wir hier unten zubereiten, fertig machen, bei uns in den Imbiss mit rein. Das wird rübergebracht. Und der Koch, den wir da drüben haben, der bereitet es dann fürs Essen zurecht. So, wie gesagt, jetzt haben Sie schon gehört, wie es hier kratzt hat ein bisschen. Damit löse ich immer die Knochenhaut vom Knochen weg, damit man es schön sauber aus dem Tier, also aus der Keule, entfernen kann. Jetzt ein bisschen Kraft aufwenden, weil man muss das ja, wie gesagt, lösen. Ne? Und das muss man ein bisschen rundherum schneiden. Jedenfalls immer die Messerspitze zum Knochen und nicht zum Fleisch. Die Kraft auch sehr dosiert einsetzen, wenn man mal abrutscht, kann immer mal was passieren. Ne? So, jetzt fällt er schon fast raus. Zack, und schon haben wir den Knochen sauber raus. Auch das kann man alles hier erlernen. Ist zwar für einen Fleischer mit drin in der Ausbildung, für einen Verkäufer nicht. Aber bei uns kann man selbst das auch erlernen. Die Keule ohne den Schlossknochen, den können wir nochmal zum Verständnis reinlegen. Hier lag der Schlossknochen gerade, haben wir entnommen. Unter dem Schlossknochen befindet sich die Hüfte oder Steakhüfte oder Blume, bezeichnet das gleiche Fleischteil. Ist, wie gesagt, wenn es gereift ist, wenigstens 4 Wochen bei uns, ein ideales Steakfleisch für einen Grill. Vor allen Dingen empfehlen wir immer für einen Grill. Da haben wir hier nebenan die Oberschale für Rouladen geeignet. Und des Weiteren darunter noch ein paar kleine Teilstücke, die werden wir noch erklären. Dann räumen wir wieder den Knochen weg, dass er uns nicht im Wege ist. Packen wir mit zu den anderen und klappen die Oberschale ab. Da auch bei der Oberschale gibt es eine Schnittführung, wo man reingeht. So ähnlich wie ein Chirurg, bloß dass bei uns das alles nicht mehr danach leben muss und vorher auch nicht gelebt hat. Trotzdem kann man eben viel falsch machen dabei. Wie man sieht, habe ich jetzt das mittlere Messer genommen, weil ein Rind immer ein bisschen größer ist. Da komme ich mit dem kleinen Messer nicht so tief rein. Immer schön darauf achten, nicht zu tief und nicht zu viel Gewalt. Und schon löst sich die Oberschale vom Rest der Keule ab. Wenn man da ein bisschen Erfahrung gesammelt hat, kann man das auch alles schneller machen. Man kann auch jetzt hier die Erdanziehung nutzen. Wenn ich jetzt die Keule so hinlege, fällt die Oberschale alleine ab und man kann ein schönes Vlies. Vlies ist ein Bereich zwischen zwei Muskeln. Lösen und öffnen und die Oberschale sauber rausschneiden. Dann haben wir hier die Oberschale. Die Seite im Tier, also im Fleisch, und die Außenseite. Aus so einem Teilstück werden wir auch noch was zurecht machen. Dann befinden sich jetzt hier die Kugel, die wir jetzt nicht benötigen. Das werden wir zum späteren Zeitpunkt dann zerlegen. Wir lassen sie erstmal noch hier hängen. Dann machen wir aus der Oberschale jetzt was. Die müssen wir natürlich erst beschneiden. Und beim Zurechtmachen für den Kunden im Laden, genau wie hier, wird erstmal das grob anhaftende Fett entnommen und immer dünn runterschneiden. Alles wird nachher nochmal sortiert, um es für die einzelnen später folgenden Produkte richtig zu ordnen. Die Oberschale wäre jetzt so. Um die komplett verkaufsfertig zu machen, entnimmt man noch den Deckel. Das ist der Oberschalendeckel, daraus kann man auch einen schönen Rollbraten machen bzw. Gulasch, je nachdem, was gerade benötigt wird. Hier noch das Fett entnehmen. Und da ja alles 2 Seiten hat im Leben, auch die Oberschale, die Rückseite müssen wir auch noch ein bisschen zurechtschneiden, auch das Fett ein bisschen entnehmen. Hier haben wir noch eine dicke Sehne, weil alles ist ja auch mit Sehnen verbunden. Die muss auch entnommen werden. Und hier ist noch eine kleine Fettkante. Dann wäre das Teilstück, so wie wir es jetzt hier zu liegen haben, für den Verkauf
fertig. So haben wir jetzt eine schöne Rinderoberschale für Roulanenfleisch.